Firma Palhur, die gibt es seit 1983. Damals hat meine Frau und ich haben die gegründet und haben am Anfang praktisch alles gemacht, vom Drehen, Fräsen, Kanten, alles, Blechbearbeiten und Spannerpäven. Das hat sich dann nach ca. 10 Jahren so weit weitergebildet, dass wir die Produktion nur mehr auf reine Blechbasis gestellt haben. Wir sind derzeit 18 Mitarbeiter beschäftigt hier am Standort und wir verarbeiten im Jahr in etwas über 2000 Tonnen Blech. Umsatzmäßig liegen wir derzeit in etwa bei 4,5 Millionen Euro. Ja, von den Branchen sind wir hauptsächlich in der Heizbranche tätig und dann natürlich im normalen Blechzubehör, ob es jetzt Gehäuseteile sind oder irgendwelche Musterbauteile sind oder Kleinserien. Unsere Stärken sind die reine Blechverarbeitung, da sind wir eben sehr schnell, flexibel und wir müssen natürlich auch marktkonforme, günstige Preise bieten können. Wir haben dann im Jahr 1997 den neuen Betrieb hier gebaut und von hier extrem investiert in Blechbearbeitung und Entwicklung von Blechteilen für Kunden. Ab 2001 war dann der erste Salvanini-Laser bei uns in Produktion. Aus Kundenaufträgen haben wir immer mehr Platurblechverarbeitung gehabt und wir haben hier das Problem, diese können nur gestanzt werden und müssen eine sehr saubere Oberfläche aufweisen. Durch das Stanzen kommt es immer wieder zu kleinen Riffenbildungen, was wieder zu Qualitätsminderung und zu Reklamationen geführt hat. Um das hintanzuhalten, haben wir uns entschlossen, 2006 auf eine Stanzbiegelinie von Salvanini umzusteigen, womit wir dieses Problem gelöst haben. Aus unserer Erfahrung haben wir dann gesehen, dass wir mit S4P4-Linie sehr flexibel, sehr schnell, sehr kosteneffizient und sehr genau arbeiten können. Der Bediener der Maschine hat während der Produktion so viel Zeit, auch noch kleine Arbeiten durchführen zu können, damit das Produkt fertig an den Kunden geliefert werden kann. Während der normalen Tageszeit sind wir Lohnfertiger und schneiden Einzelteile bis zu Serienteile, je nach Auftragslage. In der Nacht bevorzugt Serienteile und der Materialumfang ist von Stahlblech über Aluminium bis zum Edelstahl bis 20 mm. Aktuell haben wir zwei Salvanini Laserschneidanlagen, sind beides Faserlaser. Einmal mit 6 kW, einmal mit 4 kW. Die kleinere ist mit 3x1,5 Meter Schneidbett bei uns und die zweite hat jetzt eine 4x2 Arbeitsfläche und werden beide über ein Hochregallager gespeist. Die 4 Meter kann separat über einen Tisch mit 4 Meter Blechen auch beladen werden. Um im österreichischen Markt konkurrenzfähig zu bleiben, ist ein hohes Maß an Automatisierung wie die neue S4P4-Linie notwendig. Die wesentlichen Vorteile der neuen Linie der S4P4 sind natürlich einerseits die Energieeinsparungen sowie die Kosteneinsparungen, andererseits einen wesentlich umfangreicheren Fertigungsumfang. Wir können größere Bleche schneller stanzen, energieeffizienter stanzen und somit sind die Teile für uns und für den Kunden qualitativ besser. Die MCU-Einheit ermöglicht uns einen reibungslosen Produktionsablauf, da gewisse Teile entweder bei der Stanze oder bei der Biegen länger brauchen und somit ein Puffer aufgebaut werden muss. Desgleichen kann auch zugefüttert werden über vorgestanzte Teile, die bei uns beispielsweise in der Nacht produziert werden. Mit der neuen dritten S4P4-Linie haben wir einen wesentlichen Schritt in die Zukunft gemacht und unsere Kapazitäten wesentlich erhöht. Wichtig ist natürlich dann auch das Halten der guten Mitarbeiter. Sehr wichtig, Mitarbeiter sind das Allerwichtigste. Gute Qualität zu liefern, dazu braucht man wirklich einen modernen, effektiven Maschinenpark und mit den Kosten zu Rande zu kommen. Das sind die wichtigsten Punkte. Ja, was wir an Salvanini sehr schätzen, ist, dass sie sehr große Kompetenz in Blechbearbeitung hat, dass wir Produkte produzieren können, die manuell auf Abgangpressen nicht so einfach zu produzieren sind und für uns eine sehr große Hilfe in Serienprodukten darstellt. Eines der wichtigsten Punkte im Betrieb von maschinellen Anlagen ist der Service. In diesem Punkt haben wir mit Salvanini einen sehr kompetenten und guten Ansprechpartner bekommen, das wir sehr schätzen.